Yo, was geht ab, Leute? What's poppin'? Zu einem weiteren richtig geilen Pack-Open. Ich glaube, ihr könnt schon im Titel erkennen und an meinen FIFA-Points erkennen. Ich habe nur noch 3000 Points am Start, 1,2 Millionen Coins auf dem Konto. Also da läuft auf jeden Fall einiges und dieses Pack-Opening heute war wieder krank, muss man sagen. Gönnt euch, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Ich will gar nicht so viel labern. PSN-Card, Xbox-Card in der Beschreibung mit Rabatt. Instagram natürlich auch verlinkt und wir fangen an mit dem Pack-Opening. Dürüm, erstes Pack des Videos. Wer ist das denn? Benatia oder was? Oh, Savage. Was ist das denn? Ist das... Oh mein Gott. Wenn ich jetzt komplett in Geografie verhauen habe, Leute. Meine Schuld. Ich habe zwar einen Geografie-Leistungskurs gehabt. Habe da auch die ein oder andere Klausur geschrieben. Aber das war nie mein Fach, Freunde. Deswegen... Ja gut, ich meine, habe ich gesagt? Ja gut, das habe ich aber. Savage ist da. Ich dachte, das wird jetzt direkt ein Walkie, Walkout. Aber so ein Savage, so ein 83er Spieler, kann man immer mal gebrauchen. Tue ich einfach mal in meinem Verein. Die anderen einfach weg hier, Junge. Aber erstes Pack geht gut los. So kann es gerne weitergehen. Puh, was? In Form. Bitte ein Kranker. Bitte, bitte, bitte. Linker Flügel. Und. Oh mein Gott. 94 Tempo. Aber der Typ wird wahrscheinlich nichts wert sein. Aber drittes Pack für heute. Und wir haben schon Savage gezogen. Und jetzt ein Inform. Oder war das mein viertes Pack? Ich weiß es nicht. Drittes oder viertes Pack war das gerade. Hä? Was geht heute mit meinem Packlack ab? Ich glaube, ich sollte jetzt meine ganzen 60.000 FIFA-Points, die ich noch habe, verziehen. Freunde, wenn ihr noch dicke, dicke, dicke Pack-Openings sehen wollt, lasst direkt mal einen dicken, dicken, dicken Like auf diesem Video da. Wird mich freuen und der Boy ist auf jeden Fall... kratzt an Abschlusspreis. Aber es ist wenigstens ein Inform, Leute. Eine Special-Karte ist immer nice. Eine Special-Karte freut mich einfach immer. Und ihr könnt es hier, glaube ich, jetzt gerade sehen. Ich habe noch sehr, sehr viele FIFA-Points am Start. Die will ich, glaube ich, heute alle noch ziehen. Und daraus dann so kleine Best-Offs rausschneiden. Also, easy peasy diesen Kanal abonnieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr diese Videos nicht. Junge! Kagawa. Was ist mit meinem Packlack los? Ihr seht es gerade. Das Pack habe ich einfach danach geöffnet, nach meinem Inform. Und es ist schon wieder ein 83er. Hä? Was geht ab, Alter? Was geht ab? Falls ihr auch noch günstige FIFA-Points braucht, PSN-Karten, Xbox-Karten sind in der Beschreibung verlinkt mit Rabatt, solange der Vorrat reicht, Leute. Also falls ihr euch noch keine gegönnt habt und direkt zu FIFA 19 damit starten wollt, dann macht es jetzt am Anfang, denn da sind alle Spiele noch am meisten wert. Deswegen einfach abchecken. Und jetzt kommen nur noch die besten Spieler, Freunde. Let's go. Oh. Was ist das denn? Ah, Strowman. Den hab ich ja komplett vergessen, den Boy, Alter. Strowman, what are you doing in my FIFA 19 Pack, dude? What are you doing here? I don't want you. I want walkouts. Oh! Ho! Hey! Oh! Oh! Luis Gustavo! Nächstes Pack. Nein, ich habe mit Coins gezogen. Ich bin so ein Horst, Alter. Ich bin so ein kleiner Goofy und ziehe noch einen Non-Rare raus. Oh, 94 Tempo. Du bist einer der schnellsten Spieler aus der La Liga. Zusammen mit Bale und so. Holy moly. Der hat einfach 94 Tempo, der Boy. Direkt mal auf dem Transfermarkt mit denen. Und daneben ist noch einer mit 91 Tempo. War eigentlich ein saftiges Pack. So 6, 7k macht man hier raus. Safe mit Abstoßen und Co. Moin, moin, Digga. Oh, ey. Italien? ZM? Komm, Chelsea? Jawoll, Jorginho. Baba-Spieler, Digga. Der geht für einiges. Geht doch, Digga. Damit macht man auf jeden Fall Coins. Ich suche gerade Spieler, mit denen man Coins macht, Leute. Geil, Digga. Guck mal, Premier League 20k auf 12k. Auf gechillt aber so. Einfach so mal aus, auf Chiller. Oh, nächstes Pack. Zwei hintereinander. Erst Jorginho, jetzt kommt ein rechter Flügel. Von Neapel, José Callejón. Oh, und es geht weiter mit dem nächsten. Komm schon, Neymar. Walkout, ja! Wer ist das denn? Komm! Jo! Fernandinho! Gute Liga, gute Nationalität, guter Spieler. Bro, den werden so viele benutzen in der ersten Weekend League und so. Das heißt, man macht Coins. Ja, Digga. Das heißt, ich mache Coins. Erster Walkout hier heute auf diesem... in dieser Aufnahmesession und es ist ein Fernandinho geworden. Ich bin zufrieden. Ich weiß, der Markt ist noch richtig am Schwanken. Das heißt, diese Preise hier sind noch nicht fix. Die steigen wahrscheinlich noch, die gehen vielleicht noch ein bisschen runter. Man weiß gerade gar nicht, was abgeht. Aber Fernandinho ist ein saftiger Spieler, Bro. Fernandinho ist ein sehr, sehr saftiger Spieler sogar. Feier ich. Geiler Walkout.
Oh, oh mein Gott, was? Oh, Junge, ich dachte, das ist noch der andere Dembele. Wir haben Lukas, wir haben Alessandrini und Dembele in einem Pack. Lukas ist auf jeden Fall saftige Coins wert. Eventuell kriegt der sogar einen Player of the Month oder diese Karte, die Mané am Anfang von FIFA 18 bekommen hat. Und dann wird das safe auf die 50 bis 100.000 hochgehen. Also den wollte ich sowieso noch auf dem Transfermarkt mir kaufen, falls der eine Karte bekommt für die SBCs. Also drei Spieler in einem 7,5K-Pack, die gut sind. Junge, 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 langsam laufen die Packs. Langsam laufen die Packs, Freunde. Oh, Info! Deutschland, Stürmer Lasogga Nummer 2! Lasogga, the Beast himself, 55 Tempo, Bruder, muss los! Ich spring mal kurz aus dem Fenster, okay, Leute, 3, 2, 1. Oh! War die noch im gleichen Pack? Junge! Lasogga, die Peso! Und dann noch Vardy, die Peso. Geil, Alter. 15k mit Vardy gemacht. Oh mein Gott, erstes Pack in Form. Ich raste aus und das ist nochmal der Engländer, den ich schon das ein oder andere Mal gezogen habe mit 79 Tempo. Und der Abschlusspreis ist in Form. Muss los, Alter. Muss los. Der kommt wieder auf die... Guck mal, der ist hier schon auf der Transferliste. Voll oft schon. In Form. Oh. Was ist das denn? Gondorf. Leute, dieses Team of the Week ist einfach Müll, ne? Außer Eden ist alles Müll, außer Hazard. Junge, dann ist dieses Team of the Week einfach zum... Und wir ziehen Belgien. Oh, oh, oh. Nainggolan, hä? Woher kommt der denn? Bro, woher kommt der denn? Hä? Ich hab den 0,0%. Reingeguckt. Erwartet. Ich hab Nainggolan einfach... komplett nicht erwartet. Dicker, woher kommst du denn auf einmal? Nainggolan, steigen auch noch. Na, oh, oh, oh. Okay, ich habe jetzt mit 40, 50k gerechnet, aber nicht mit 90k. Bro, ich muss schon wieder los. Nicht mal ein Walkout-Spieler. Und der ist mehr wert als die ganzen Walkouts, die ich bis jetzt gezogen habe. Außer einer. Ich weiß nicht, ob ich dieses Pack unbedingt zuerst hochlade oder das andere. Aber, Dicker. Nainggolan, einfach muah. Und es geht direkt nach Nainggolan weiter mit Suarez. Oder auch nicht. Mit Chimines, Crimines, Gimines. Auf entspannt, ne, Freunde. Kann man machen. Wer will mein Team sehen, Leute? Daumen hoch und in die Kommentare Hashtag Team schreiben. Dann kann ich euch auf jeden Fall mal mein Team vorstellen, was ich dann jetzt schon in FIFA 19 mir gebaut habe. Und ey, ich glaub nicht, was hier gerade abgeht. Nein, hör auf, Chiellini. Bro, mein Herz, ey, ich schwör's euch, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich hab gerade innerhalb von 5 Packs. Oh, mein Herz, Bro, ich krieg gerade gleich einen Kreislaufkollaps oder wie das Ding heißt. Ich krieg gleich einen Hexenschuss, mein Rücken. Freunde, jetzt zieh ich auch noch einen 89er Chiellini. 5 Packs oder so nach Nainggolan und der wird auch auf jeden Fall einiges wert sein. Auch davon mache ich ein Foto, weil die Bilder müssen auf jeden Fall gleich mal gesaved werden. Ich hatte eine richtig lange Phase, da hatte ich keine Walkouts und so gezogen. Und jetzt ziehe ich gerade in jedem dritten Ü-Ei einen Walkout, so gefühlt. In jedem siebten Pack einen Walkout. 60k Chiellini, nehme ich auf ganz gechillt mit. Aber brennt richtig hier gerade. Das brennt hier gerade alles, Leute. Oh mein Gott, und es geht direkt wieder weiter. Franzose, Torwart, come on. Ah, schade. Das wäre es jetzt auch gewesen, hätte ich jetzt noch Loris oder so gezogen. Das wäre es jetzt ehrlich gewesen. Rufi ist jetzt am Start. Der sieht immer gleich aus. Ne? Seit FIFA 12 oder so sieht der gleich aus, der Boy. Und es geht schon wieder los mit Nainggolan nochmal. Oder auch... Oh. Ja, Mann, den hatte ich noch gar nicht, den Alderweireld. Was bist du denn wert, Bro? Bist du einiges an Coins wert oder... Was sagst du dazu, Brudi? Ja, Digga. So ein 13er Lachs kriegt man dafür, so ein 13er Tausender. Auf ganz entspannt. Oder nicht, Freunde? Ist doch Oh, Sniper wollte ich behalten. Aber der Rest kann weg. Aber so ein chilliger Alderweid aus dem Nichts? Ja, nehme ich mit, Mann. Ganz, ganz, ganz brennt hier alles. Ey, guck mal. Ein Pack nach Alderweid, ne? Ein Pack nach Alderweid, ne? Und dann haben wir den nächsten Schlitz. Den nächsten Ring. Die nächste Tafel, William José. Und jetzt bitte, bitte, bitte noch ein Walkout, bitte.
Moreno. Komm, oh, noch einer, Digga. Ich will mich gar nicht beschweren, das ist ein Beschwerden auf hohem Niveau. Oh, jetzt komm, Junge. Argentinien. Oh mein Gott, komm. Banega, man kennt ihn. Die Baller Messi werden jetzt wohl heute nicht Higuain, auch nicht Banega, aber. Komm mal hier, Leute. Gnabry. Gnabry auch nochmal gezogen. Auch nochmal 10k auf Kralle. Einfach mal so auf. What? Wieso bieten die auf den 10k, wenn es den für 9000 gibt, zu kaufen? Ja, gut, dann mache ich das auch mal so, dass ich den für 10k raufstelle und für bieten. So machen wir das doch mal, oder nicht, Freunde? So ein 10er-Lachs. Einfach mal schnelle Welle auf Kralle mitnehmen. Moin. Aber damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Pack-Opening. Übel krasse Spieler da gewesen. Mega, Leute. Lasst einen Daumen hoch da, lasst ein kostenloses Abo da. Checkt noch günstige FIFA-Points ab in der Beschreibung. PSN-Card mit Xbox-Card mit Rabatt. Und damit würde ich sagen, wenn ihr mir auf Instagram gefolgt habt, ist ja alles cool. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Wakeslex ist raus. Peace out.